Mann, dem wir jetzt die Zeit geben wollen, sich so richtig auszubreiten, denn er hat uns viel zu erzählen. Er hat nämlich ein Haus gekauft, beziehungsweise er hat es geerbt. Und was daraus wurde, das wird er uns jetzt erzählen. Das ist nämlich eine längere Geschichte. Ralf Schmitz. Ja. Gut los, du hast es geerbt. Also eigentlich eine Sache, auf die man sich freuen kann. Hast du damit gerechnet zu erben? Na, überhaupt nicht, gar nicht. Es kam aus heiterem Himmel. Und dann, ich bin zum Haus gekommen, wie die Jungfrau zum Häuschen. Es war wirklich sehr schwierig. Ich saß da plötzlich drin und dachte, ach du Scheiße. Und dann habe ich angefangen, selber zu machen. Und das war noch viel schlimmer. Und dann ging alles noch mehr kaputt, was eh schon kaputt war. Und dann dachte ich, ja, dann muss ich jetzt Hilfe holen. Und das habe ich getan. Okay, also, es geht schon mal damit los, dass wenn man ja etwas erbt und überhaupt etwas bekommt, dann ist es nicht einfach nur so, dass die Oma sagt, der Junge kriegt es und dann hat man es. Sondern es ist eigentlich so, dass es, man muss sehr viel Bürokratiekram über sich ergehen lassen. Ja, ja, klar. Was genau musstest du durchlaufen? Ich kann das nicht mehr alles so ganz genau. Ich weiß nicht, wie die Dinge alle heißen. Was gibt's da? Dokumente, du musst zum Amt, das gibt da Grundauflass, Dingsbumsbescheinigung. Und das, ich habe das verglichen mit Asterix und Obelix. Da gibt's Asterix Obert Rom. Da gibt's ein Passierschein A38, den müssen die besorgen. Ein Haus, das Verrückte macht. Und da war ich, war auch in diesem Haus, das Verrückte macht. Ich kam da rein und da muss man diesen Bon ziehen. Ich kam da erst rein und dachte, ach wunderbar, jetzt ziehst du da so einen Bon, drück auf das Ding und denke, guck auf die Zahl, denke, wie 178 B da oben? Kann doch gar nicht sein. Die standen alle draußen beim Rauchen. Ich hatte, glaube ich, 178 Leute vor mir. Es war unglaublich. Und dann war ich irgendwann dran. Ich verkürze das ein bisschen. Ich war endlich dran, saß bei diesem Menschen am Tisch und sagte, ich habe alles, ich war so stolz. Ich hatte eine Klarsicht, ich war so gut vorbereitet. Ich hatte alles dabei. Ich hatte vorher angerufen, was muss ich alles mitbringen? Und ich war da. Und ich sage, hier, ich habe alles dabei. Und gut, ich sage, blättert noch durch. Ja, sagt, das sind doch bei mir falsch. Ich sage, wie falsch? Wo muss ich denn hin? Ich sage, Sie haben einen roten Bon, Sie brauchen aber einen blauen Bon. Sag, wo muss ich denn dann drücken? Ja, B. Sie müssen ja auf A drücken, auf B. Das heißt, wo muss ich dann hin? Ja, gegenüber. Und wirklich direkt schräg gegenüber saß quasi die Person. Automat. Die nette, nee, nicht kein Automat, die Dame, zu der ich hin musste. Also ich hätte, und wäre da gewesen, dann sage ich, dann gehe ich doch schnell rüber. Nein, Sie müssen raus, Sie müssen einen roten Bon ziehen, einen blauen Bon ziehen. Das heißt, ich bin noch mal raus, einen blauen Bon ziehen, noch mal 178 Leute gewartet und bin dann wieder rein. Und dann gegenüber zu der Frau, und da sagt die zu mir, Sie sind bei mir auch falsch. Und dann musste ich ohne Quatsch vorne hin an den Infostand. Und die sagt, also Infostand ist eigentlich Quatsch, weil ich glaube, dass... Also am Eingang einer Höhle sitzt ja oft ein Drachen. Und ich glaube, die würden sich bei der Frau noch was eine Scheibe abschneiden können. Das war unglaublich. Die sagte dann, was wollen Sie hier? Ich sage, dann brauchen Sie einen Termin. Ich sage, können wir nicht eine Ausnahme machen? Ich kürze das ab. Und dann bin ich vor die Tür gelaufen, weil die zu spät den Summer gedrückt habe. Wirklich, die muss dann summen am Infostand. Damit du rauskommst. Damit ich reinkomme. Ach so. Und ich drücke die Tür, die hat... Bumm, und bin vor die Tür gelaufen und sie dann... Pssst. Und dann ging das erst auf beim Rücken, genau dasselbe. Und nur solche Sachen waren dann eben bei Passierschein A38. Willst du jetzt, oder? Ja, ich schreibe während des... Aber Frank Glasberg hat Ähnliches erlebt. Alles hat geklappt, außer dem Stahlbauer, glaube ich. Wir haben auch ein Jahr ein Haus umgebaut und die Handwerker kommen heute noch, mit irgendwas zu machen. Wir trinken Kaffee. Ihr seid befreundet mit dem. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber freundschaftlich verbunden. Und ich finde es ganz toll, wenn man so einen Elektriker sieht, der so 3 Monate im Haus verkabelt und dann die Sicherung umlegt und es fliegt nichts raus. Der war beleidigt, weil ich gedacht habe, da fliegt was raus. Der Stahlbauer, na gut, der hat versucht, einen Briefkasten zu bauen. War das eine größere Sache bei euch, dass ein Stahlbauer gleich kommt? Kriegst du so viel Post? Der hat einfach so ein Gartentürchen gemacht und da ist ein Briefkasten drin, das macht ein Stahlbauer. Ist angeblich eine große Firma. Das Ding ist denen erstmal in der Firma zusammengebrochen, deswegen kam es 6 Wochen später. Dann stand der Briefkasten und wir waren glücklich und dann haben wir uns nur gewundert, warum wir die Briefe mal erst trocknen müssen mit Föhn und so. Weil es war so eine Badewanne und dann kam der Oberstahlbauermeister-Gutachter und hat gesagt, das machen wir ganz einfach und so. Und dann habe ich gesagt, ich rate Ihnen, wir gehen jetzt einfach mal im Gartenschlauch mal dran und spielen mal Regen. Ich sagte, das brauchen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe meinen Kindern nichts zu erzählen. Ja? Ich kann kein Buch schreiben wie Ralf Schmitz, aber endlich habe ich einen gefunden. Sie sind der Einzige beim Bau. Und dann hat er immer noch nicht reagiert. Dann habe ich den Gartenschlauch geholt, habe den auf den Briefkasten draufgehalten. Er stand sehr nah am Briefkasten, hatte quatschnasse Füße. Es wurde der dritte Briefkasten gebaut. Und heute Morgen, bevor ich nach Hamburg geflogen bin, habe ich die Post rausgeholt. Ihr ahnt die Pointe. Pitschnass, ich habe aufgegeben. Aber ansonsten, nur der Stahlbauer. Ansonsten, ja, nur der Stahlbauer. Bei dir kam zuerst die Maurer. Bei mir kam zuerst die Mauer. Das ist die Lieblingsgeschichte überhaupt. Der hat eine Mauer gemauert. Der Maurer, was soll er auch sonst machen? Er hat eine Mauer gemauert. Und die Mauer war toll. Die stand im Lot. Die Fugen 1A, nur auf der falschen Etage. Das ist nicht erfunden. Das ist wirklich wahr. Der hat wirklich eine Mauer. Aber es geht auch noch viel weiter. Die Geschichte ist sehr schön, weil wir haben uns darüber unterhalten. Denn oben, ich erzähle das auch im Bühnenprogramm,
Oben, die Oberkante der Mauer war nicht bis zur Decke gemauert. Also da, die hörte einfach... Und da hat er sicher eine gute Ausrede gehabt. Nee, ich habe gedacht, was denkt der, eine Durchreiche? Für meine Größe ist ja Quatsch. Und dann habe ich mit dem gesprochen. Und in dem Moment, wo ich sage, gucken Sie mal, da oben, da fehlt euch, der guckt hin und sagt zu mir, das muss so. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Und dann wirklich, ich muss das immer so oft dazu sagen, weil man es ja nicht glaubt. Wir sprachen darüber und in seinem Rücken fiel die Mauer um. Und dann habe ich gesagt, das muss so. Und dann dreht er sich wieder zu mir, guckt mir in die Augen und meint, bitte ernst, sind Sie eigentlich schon versichert? Wirklich wahr. Und dann, ich musste wirklich laut lachen. Nur solche Sachen sind passiert. Am Stück, also es ist eine Geschichte von 5 pro Tag. Das Buch ist der erste Band. Ich habe 1377 Bände geschrieben. 1000 Seiten. Es hört nicht auf. Ich hatte nicht so viel Glück, nur der Stahlbauer. Ich hatte das Glück, ein paar mehr. Es gibt tolle, um Gottes Willen, es gibt wunderbare, hat auch keine Frage. Fantastische Handwerker. Auf jeden Fall. Ja. Aber der dein Bad gebaut hat, gehörte nicht dazu. Nee, der dachte, das Urinal ist ein Bidet und hat es auf den Boden geschraubt. Und dann habe ich gesagt, sollen wir mal spaßeshalber das Wasser anmachen? Ja, warum nicht? Ich, Alter, dann ging das raus. War sehr lustig, nur solche Sachen. Es war großartig. Und das Waschbecken hat einen Riss, auch sehr lustig. Das hat einen Riss, es war kaputt eingebaut. Ich erzähle sehr leidenschaftlich, weil so viele Geschichten sind. Das Waschbecken war eingebaut, mittlerweile mache ich das sehr. Aber damals, und das hatte einen Riss. Dann sage ich, gucken Sie mal, das ist schon kaputt. Sagt er, das ist nicht kaputt. Ich sage, warum? Das ist nicht kaputt, das kann nicht kaputt sein, weil ich das gerade erst eingebaut habe. Das ist die Theorie, aber gucken Sie mal hin, das hat einen Riss. Er sagt, das ist kein Riss, das ist Schatten. Dann habe ich gesagt, Schatten kann man fühlen und fühlt und sagt, dann ist das kein Schatten. Ich sage, was ist es? Dann ist so ein Riss. Nein, das ist ein Haar. Ich sage, wie ein Haar? Ja, das hat sich da so reingeschmuggelt beim Brennen. Ich sage, nein, ich habe kein Waschbecken mit Haaren bestellt, soll ich das jeden Morgen rasieren? Das ist doch Quatsch. Und dann hat sich das so fortgeführt und so weiter. Und ich habe irgendwann auf der Baustelle, ich habe nur gelacht. Ich habe da ja gewohnt. Du bist ja halt ein bisschen, du hast einen Fehler gemacht. Du hast gedacht, du wohnst, das soll man ja machen. Man soll die Handwerker aus dem Haus rauswohnen, sozusagen. Also bei uns war es auch jeden Morgen um 6:30 immer, morgen, morgen. Und dann kam die immer, mit diesen Überzieher, mit diesen Plastiküberziehern über ihren Schuhen so durchs Haus geschlurft. Ich bin morgens, monatelang. Ich bin morgens um 5:30 bin ich in Panik aufgewacht und habe gedacht, ich muss den Boden abdecken. So bin ich morgens wach geworden, weil ich dachte, heute kommt wieder irgendwie was. Es war Sonntag, ich hätte gar nicht aufstehen müssen. Und dann habe ich schon alles rausgeholt und so weiter. Es war eine lustige Zeit. Das ist nicht versteckte Kamera, ist nur nächsten Samstagsabend in der ARD. Ich habe Kameras gesucht, es waren leider keine da. Ich hätte mich so gefreut, es war wirklich die lustige Hölle. Es war wirklich lustig. Einige, sind Sie eigentlich, sagen wir mal, begabt, was handwerkliche Tätigkeiten angeht? Nee, wirklich. Neulich meinte auch irgendjemand zu mir, ob ich nicht einfach einen Handwerker spielen könnte, dass es dann vielleicht besser geht. Aber das stimmt, das ist eine gute Idee. Ja, finde ich auch gar nicht so blöd. Ja. Also ich weiß auch nicht, ich schäme mich auch tatsächlich so. Aber das ist nicht nötig. Doch, doch. Nee, hast du deine Zeit, ich finde es so ein Schauspieler-Klischee, dass man so alltagsuntauglich ist. Aber ich hatte neulich so, wir haben eine neue Wohnung gekauft, und dann wollte ich das Klingelschild anbringen. Ja? Und wenn man eine Wohnung gekauft hat, will man ja auch alles so machen, das ist dann auch immer schön. Ja, für immer auch. Ja? Ja. Und es war nur ein kleines Klingelschild mit unserem Namen drauf und mit 2 kleinen Schräubchen. Ja? Und dann bin ich hingegangen und dann dachte ich, lege mir mal das Werkzeug so vorher so ganz ordentlich hin, dann kann nichts schief gehen und so. Und dann habe ich die erste Schraube so. Und dann fing die so ein bisschen an zu eiern, da habe ich ein bisschen mehr Kraft und brach die so ab. Mhm. Habe ich so gesagt, okay, kein Problem, ich mache jetzt mal die andere rein. Die andere brach dann auch ab. Sie sind Handwerker, so. Das ist doch super. Oder? Genau so passiert das auf der Baustelle. Man steht daneben schön mit dem Kopf. Ich habe nicht gesagt, das muss so. Nee, das stimmt. Das aber lernt man. Die ganzen Flachs, die ganzen Sachen, die lernt genau. man. Genau. Die Handwerker sagen ja Dinge und meinen aber eigentlich was ganz anderes. Die Bösen. Es gibt tolle Handwerker. Ich muss das immer dazu sagen. Ja. Wie eine Abrechnung, das stimmt. Es gibt wunderbare Handwerker. Um Gottes Willen. Wie in jedem Job. Es gibt gute, schlechte Schauspieler. Also, Sie sind der Beste, ich weiß. Aber es gibt gute, schlechte Schauspieler. Aber genauso gibt es eben auch gute, schlechte Handwerker. Ist ja logisch. Und ich hatte viele schlechte. Die du hattest, die haben uns zum Beispiel, die haben Sachen gesagt wie, das sind Setzrisse. Ja. 2 Jahre später, da war ein Riss quer über die Wand. Das sind Setzrisse. Da habe ich gesagt, da haben wir gar nichts gemauert. Ach so. Egal was man setzt, unten am Boden war eine Fliese kaputt. Das sind Setzrisse. Das sind unglaubliche Formulierungen. Die kommen einfach so reflexartig, glaube ich. Das ist einfach so, bevor man, hören Sie mal, ich glaube, das sind Setzrisse. Bevor man zu Ende gesprochen hat, kommt das schon. Oder auch, das muss so. Oder, das war ich nicht. Kommt auch. Das war geht vorher schon. Ganz schnell. Das geht ganz, das ist gelogen. Das geht ganz schnell. Das ist gelogen. Oder wir sind morgen wieder da. Hier. Da kommt keiner mehr. Wenn die schon sagen, wir kommen wieder, da kommt keiner. Aber
Und dann kommen die nicht mehr. Und bei den Schlimmsten, wir sind morgen wieder da, habe ich gesagt, ich stand einmal in der Tür und das habe ich wirklich gesagt, bitte nicht. Lassen Sie es doch einfach so. Es ist kaputt, aber sie kommen nicht mehr wieder. Glaubst du eigentlich, dass jemals noch ein Handwerker zu dir kommt? Doch, die kommen alle wieder, die haben alle Angst, die sind im nächsten Buch. Jetzt sind sie freundlich. Ich habe den gedroht, ich sage, ich schreibe gerade ein Buch. Ach, über was? Über Sie, habe ich gesagt, über Sie. Komme ich da namentlich drin vor und sage, nein, der ist geändert. Aber Sie werden sich wiedererkennen, habe ich gesagt. Das Ersatzteil wurde noch nicht geliefert. Das ist auch eine Ausrede. Kommt immer, und du siehst, dass der Mensch lügt. Du siehst es. Du möchtest ihn schütteln. Und du möchtest sagen, das ist doch gelogen. Du bist ja völlig runter. Vorher, ich bin ja die Ruhe selbst. Ich habe das Fleck mal erfunden. Aber da war ich wirklich am Ende meiner Kräfte. Ich war fertig. Ja, wirklich. Ich war am Ende meiner Kräfte. Ich hab, das ist doch gelogen, hab ich gedacht. Und ich glaube, ich habe auch mal gesagt, ich kann mich nur nicht mehr erinnern. Das müsste jetzt ziemlich sicher funktionieren. So müsste man auf die Bühne gehen oder ein Gedicht schreiben. Das müsste jetzt eigentlich lustig sein. Oder das müsste jetzt eigentlich eine ganz gute schauspielerische Leistung. Wenn man so an seine Arbeit geht, das ist doch Quatsch. Das müsste jetzt ziemlich sicher funktionieren. Ich komme dann in 3 Wochen noch mal. Oder auch die Zettel an der Tür. Haben Sie nicht angetroffen? Hat keiner geklingelt. Haben Sie nicht angetroffen? Müssen einen neuen Termin machen. Die Zettel habe ich Tonnen von gestapelt von diesen Zetteln. Unglaublich. Nein, wir machen nichts schmutzig. Da möchte ich nichts mehr zu sagen. Nein, wirklich, es ist nicht schmutzig. Es ist ja klar, um das klarzustellen, Baustelle ist Baustelle. Klar, wird was dreckig, ist kein Problem. Aber wenn dann der Rheinländische, ein sehr netter Mann, aber wenn dann der rheinländische Mensch sagt, also pass mal auf, Herr Schmitz, und die Wand ist zum 8. Mal gestrichen, 4-mal davon selbst, und er sagt, pass auf, also, Fatsch, und das Ding denkt, nein, bitte nicht nochmal, hier kommt er wieder. Und es passiert einfach oft, dass dann eben doch was dreckig wird, was nicht dreckig werden muss. Ich bin nicht pedantisch, keine Sorge. Es ist einfach der Wahnsinn schlechthin. Es wird so still. Ich glaube, alle leiden mit. Nein, aber jeder kennt es. Jeder hat auch schon mal irgendwie den einen oder anderen zu Hause Baumarkt-Fan? Also, geht ihr in Baumarkt? Es gibt ja so Männer, die gehen so in Baumarkt. Du gehst im Baumarkt. Das ist auch toll. Ich gucke mir Schrauben an, Schraubenzieher. Ich könnte die Ordnung von Werkzeugen. Ich mache das sonst auch zu Hause. Ich finde das großartig. Es gibt ja auch immer wieder Sachen in Baumärkten, die man entdeckt, die man braucht, die man immer schon mal haben wollte. Außer Verkäufer. Das stimmt. Ich vergleiche das sehr gerne mit einer Fotosafari. Das sind ja die wilden Tiere, die dann in ihrem natürlichen Lebensraum gestört werden. Die fliehen ja auch. Das heißt, ich habe das ganz oft erlebt. Ich bin in einem Gang, da stand am anderen Ende ein Rudel, ein paar Verkäufer. Und dann setze einen Fuß, sind die alle weg. Die sind sehr scheu. Du hast ja in deinem Buch mehrere Seiten auch an Fotomaterial fotografiert, wo du den Mitarbeiter auf der Flucht sozusagen... Ja, das liebe ich. Den habe ich fotografiert. Die gucken auch manchmal so zwischen den Bidets und den Klos, gucken die so durch. Aber wenn man auf sie zugeht, dann sind sie ganz scheu und verstecken sich. Das beste Foto, was ich gemacht habe, ist auch das allerlustigste von allen, finde ich. Das ist der Akt, passiv weglaufen geht nicht, aber ich würde es wirklich beschreiben, der ist aktiv weglaufen, weil er hat mir in die Augen geguckt. Er hat nicht mehr so getan, als würden wir uns verpasst haben oder so. Es war immer der gleiche Verkauf. Sondern wir haben uns in die Augen geguckt, dann ist er trotzdem noch weggerannt. Und dann hat er sich einmal versteckt hinter einer Fahne. Die Fahne ging aber nur bis hier. Du hast die Füße unten rausgucken sehen. Es war so brüllend lustig. Ich habe gesagt, kommen Sie raus. Es war sehr, sehr komisch. Ja. Dennis, ich wollte gerade noch erzählen, woher die große Faszination vom Baumarkt kommt. Die kommt daher, dass mein Vater so unheimlich handwerklich begabt ist. Und der stand immer. Ja, kannst du gerne machen. Du musst allerdings wahrscheinlich mithelfen. Der stand nämlich immer auf der Leiter und stand von oben und sagte: Na, was brauche ich wohl? Denk mit. Und dann stand ich und habe ihm einfach nur eine Auswahl an Werkzeugen hingehalten und dachte, diese Position möchte ich gerne auch irgendwann haben. Oben stehen und das sagen. Das ist aber typisch Mann, finde ich. Also wenn ein Mann kocht, sagt er auch, ich bräuchte jetzt mal einen Kochlöffel oder geschnittenen Knoblauch. Und wenn er eben eine Schraube einschraubt, dann sagt er, erst wenn er auf der Leiter steht, ich bräuchte jetzt mal einen Schraubenzieher. Das Wort Schraubenzieher hätte ich auch gerne gehört. Ja, ich habe die Schraube in der Hand. Was brauche ich? So, und damit war dieses... Der war mal Chirurg im früheren Leben. So. Aber hast du denn was gelernt? Hast du dich ab und zu mal gedacht, jetzt mache ich es selber? Ja, oder? Klar. Natürlich. Und das war die größere Katastrophe. Ich konnte es ja auch am Anfang überhaupt. Man denkt doch, man hat immer so diesen Wahn, ach komm, wenn man keinen Bock mehr hat, jetzt mache ich das alles selbst. Das kann man gar nicht. Machen wir uns nichts vor. Ist ja unmöglich. Ein paar Sachen, ein Bild an die Wand, war eine Katastrophe. Am Anfang hinterher war es gut. Die Geschichte ist so lang, aber ich habe die halbe Wand abgerissen. Aber das... mit der Zeit lernst du natürlich ein paar Sachen, die du dann vorher nicht für möglich gehalten hast. Das Bild war tatsächlich schwierig, weil das war so Stahlbeton. Und dann habe ich versucht, dann mit dem Bohrer und dann
war das alles ganz schwierig. Aber ich habe dabei zumindest gelernt, dass man viele Sachen in den Alltag integrieren kann, die man ja auf der Baustelle findet. Weil alle Sachen, die man sonst hat, die sind ja weg oder noch verpackt. Der Fliesenleger hat mit meiner elektrischen Zahnbürste die Fugen sauber gemacht. Ohne Quatsch. Was ich ja recht logisch fand. Bitte? Mit deiner? Ja, ja, mit meiner. Mit meiner elektrischen Zahnbürste hat die Fugen sauber gemacht. Die benutze ich immer noch. Aber also, ist ein neuer Kopf drauf. Wir stehen ja auch vor Weihnachten. Ich meine, die Frage ist... Wir stehen vor Weihnachten. Und die Frage ist, die wir gemeinsam alle auch... Kann man denn schon Heiligabend feiern in dem neuen Domizil? Ja, natürlich kann man. Kann man? Ja, man ist nur nicht mehr allein.